wenn Unternehmen in dieser Situation Ausbildungsplätze reduzieren und ihren Nachwuchs an Fachkräften damit gefährden, ist das ja auch schon fast betriebsgefährdend. Der Markt ist leergeräumt, wenn man 10 Jahre weiterdenkt. Genau deswegen müssen die Unternehmen jetzt aufwachen und das korrigieren, was sie die letzten Jahre immer weiter reduziert haben. Wir brauchen wieder ein erhöhtes Ausbildungsplatzangebot. Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie kurzfristig häufig in den Unternehmen gedacht wird. Die Ausbildungszahlen sind trotz der Notwendigkeit und der Erkenntnis, dass man Fachkräfte in den kommenden Jahren braucht, zurückgegangen. Und darüber werden wir zu reden haben. Und wir werden den TV Zukunft durch Ausbildung anpacken.